Gude und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shopping Guide. Nachdem wir gestern bereits eine neue Besetzung hatten mit Mia und Christoph anlässlich des HSV-Spezial. Und du hast eben nicht mehr einfach nur einen Innenverteidiger, der vor dem Torwart absichert, wenn der andere ins Mittelfeld rückt. Ja. Ja, also Tim Walter, unsere Empfehlung. Ja. Haben wir heute nochmal den werten Herrn Nico Heimer mit dabei. Ja, ich darf mal wieder dabei sein. Es gibt Gründe, warum ich jetzt nur einmal dabei war und ich werde heute wieder zeigen, was diese Gründe sind. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Deine erste und einzige Folge bisher war? Schalke, glaube ich. Stimmt, Schalke, ja. Hätten sie mal besser zugehört. Ja, wo ein Name gefallen ist, glaube ich, den ich jetzt nochmal auf Twitter irgendwo gesehen habe plötzlich, dieser dänische Innenverteidiger. Adamu. Genau, ja. Aber es ist nicht heute Thema. Heute geht es um einen anderen Verein. Ganz in Rot sind wir hier am Start aus Gründen. Rot und Schwarz, Rossoneri. Yes. Denn es geht um den AC Milan, der ja durchaus einige Baustellen im Kader hat. Ich habe zum ersten Mal, glaube ich, in diesem Transferfenster 4 Spieler mitgebracht, die ich alle auch als mögliche Startelf-Kandidaten betrachten würde. Ja. Sie haben Sandro Tonali für 70 Millionen Euro verkauft nach Newcastle. Hat mir ein bisschen weh, muss ich sagen. Mir auch übertrieben. Ich fand es auch seltsam, es gab ja dann kurz so die Gerüchte, der will gar nicht wechseln und sowas, wo ich immer denke, tu doch nicht so, als würde jemand anderes Vertrag für dich unterschreiben. Er geweint. Ja. Glaube ich. Als ihm gesagt wurde, er muss zu Newcastle gehen, hat er bittere Tränen geweint. Mit Tränen unterschrieben, aber auch am Ende. Ne? Weil unterschrieben hat er immer noch. Unterschrieben hat er erst weg. Und es war ein bisschen schwierig zu entscheiden, wie das Budget aussehen soll für Milan. Weil einerseits haben sie Tonali für 70 Millionen verkauft. Sie sind im Champions League Halbfinale gewesen und spielen kommende Saison wieder Champions League. Andererseits ist es ein Verein aus Italien. Das heißt, die Frage ist, was ist da? Und wir haben jetzt mal ins Blaue geschossen mit einem Budget von 90 Millionen Euro. Yes, 90 Millionen Euro haben wir uns überlegt. Ich habe es gerade so hinbekommen für meine Kandidaten, aber da können wir gleich noch drüber reden. Ganz kurz einmal, oder bitte, bevor ich loslege, ich wollte noch kurz über den Kader reden aktuell. Genau, fairerweise muss man sagen, eingerechnet ist da schon so halb eingepreist, dass Ruben Loftus-Cheek, den ich ja aufgestellt habe, RLC ist das, ja, schon 16 Mille gekostet hat. Also der ist da, eigentlich müssen wir das schon abziehen, die sind quasi 100, noch drauf. 106 Millionen, wenn man so rechnen möchte. Aktueller Kader, Du was sagen. Nee, ich wollte nur sagen, wenn man, also wir haben das ja damals schon in unserem Content rund um das Champions-League-Halbfinale gesagt, ich will es nochmal betonen, dass Milan mit diesem Kader ins Champions-League-Halbfinale gekommen ist, ist wirklich einigermaßen ein Husarenritt, ein Meisterstück, aber auch eine Frechheit. Also Eintracht Frankfurt war jahrelang Kostic und Inshallah und Milan war wirklich Leao und Inshallah. Und es hat halt einigermaßen gut funktioniert, zumindest bis zu einem gewissen Punkt. Man geht da durch und wenn man dann guckt, wie viele Spieler in diesem Kader haben Champions-League-Halbfinale-Potenzial, glaube ich nicht, dass man über 5 kommt eigentlich aktuell. Nee, also Theo, Tomori, Potenzial vielleicht, Leo, aber aktuelle Fähigkeit, meine ich. Ja. Hast du schon recht mit. Wir können gerne einsteigen. Ja. Ich würde vorschlagen, ich fange an, weil ich einen Spieler mehr habe. Ja. Macht, glaube ich, Sinn aus der Perspektive. Wir können beide, glaube ich, kurz vorab erwähnen, dass wir natürlich, wenn er fit ist, in irgendeiner Form mit Bennacer als Stammkraft planen. Aber ja, ich kann gar nicht doll genug betonen, wie unbedingt ich Krunic nicht in der Startformation haben will. Aber es funktioniert neben meinem Neueinkauf sonst einfach nicht. Und Bennacer ist eben noch bis wohl ungefähr Mitte November, wird geschätzt, verletzt. Und da muss man mal schauen, wie kommt er zurück. Ist eine Knieverletzung. Wie lange dauert das wirklich in der Praxis, bis er wieder voll bei Kräften ist? Und mit einem Spieler jetzt zu planen, der vielleicht eine Saisonhälfte verpasst, haben wir beide nicht gemacht. Deswegen, er ist erstmal draußen, aber in Klammern gesetzt, dass wir beide sehr viel von ihm halten und auch glauben, dass er dann spielen würde. Oh, 100%. Ich fange an mit einem Spieler, der kommt für die alleinige 6. Man sieht auch, wir haben zwei verschiedene Grundordnungen. Du bleibst im 4-2-3-1. Ich gehe ins 4-3-3, aktuell ist noch unklar. Tendenz würde ich schon sagen, Pioli bleibt bei dem, was er bisher immer gemacht hat. Immer. Aber es gibt zumindest hier und da Anzeichen dafür, dass ein 4-3-3 auch denkbar sein könnte und fände ich gar nicht so unspannend. Ist ja auch relativ nah beieinander, wenn man ehrlich ist. Und im 4-3-3 brauchst du einen Spieler, der dir einen alleinigen Sechser geben kann, der in der Lage ist, diesen Sechserraum alleine zu besetzen, der den Rücken frei hält. Und den gibt es sogar schon in der Serie A, hat einen Vertrag bis 2024, sollte damit einigermaßen preiswert zu kriegen sein, sollte wenige Leute überraschen, dass ich ihn hier mitgebracht habe, denn er ist auch schon bei diversen anderen italienischen Vereinen im Gespräch. Ich glaube, Roma gilt als interessiert, Juventus ist auch ein Thema. Es ist natürlich Morten Hjulmand, Kapitän von Lecce.
24 Jahre alt und ich habe mal einen Kostenpunkt veranschlagt von 20 Millionen Euro für den Spieler. Mhm. Ob es am Ende 15 oder 25 sind, ist Plus-Minus-Geschäft, aber 20 Millionen ist irgendwo in der Mitte. Ich möchte gar nicht so viel zum Spieler sagen, weil hier vielleicht können sich Leute gerne mal den Scouting-Report anschauen, den ich schon mal zum Spieler gemacht habe. Nur so viel, Morten Juhlmann besticht durch ein paar Sachen, die ganz wichtig sind für die Position und auch allgemein. Er ist quasi immer verfügbar. Er hat in seiner gesamten Karriere 3 Spiele verletzungsbedingt verpasst, hat in den letzten 2 Jahren in der Serie B-Saison und der Serie A-Saison mit Lecce 72 von 76 möglichen Spielen gemacht und in 70 davon in der Startelf gestanden. Absolutes Powerhouse, eigentlich immer einsatzbereit. Und ja, du brauchst jemanden, der diesen alleinigen Sechser spielen kann. Das können nicht mehr ganz so viele Leute, weil die Rolle auch nicht mehr so oft vorkommt. Oft ist es halt eine Doppel-Sechs, eine Zweierkonstellation. Aber Lecce hat eben auch in der abgelaufenen Saison quasi durchgehend in einem 4-3-3 gespielt, wo Juhlmann diese Sechser-Position gehalten hat. Er ist unheimlich zweikampfstark, führt im Defensivdrittel Top 6% Zweikämpfe für Mittelfeldspieler in Europa, rein was das Volumen angeht. Interceptions ist er Top 1%, also oberste Stufe an Angriffen, die er unterbindet, dadurch, dass er Bälle abfängt. Und seine Defensivqualitäten sind einfach herausragend. Man muss dazu sagen, die werden ein Stück weit natürlich dadurch begünstigt und beschönigt, dass er bei einem Verein spielt, der in der Serie A mit Lecce den zweitwenigsten Ballbesitz hat. Das heißt, der Gegner hat viel den Ball, ergo viele Gelegenheiten zu verteidigen. Ja. Umkehrschluss gilt aber auch, dass seine Passstatistiken, die auf den ersten Blick nicht so überragend aussehen, glaube ich, primär ein Produkt auch dessen sind, dass er bei einer Mannschaft spielt, die viel vertikal spielt, wenig den Ball hat und generell eine schlechte Passquote aufweist. Was er nämlich sehr, sehr gut kann, ist aus dieser Position heraus auf die Seiten mit Diagonalbällen verlagern. Hat, glaube ich, auch in der Serie A, ich glaube, 4 oder 5 Tore vorbereitet, unter anderem auch eines davon mit so einem langen Ball in die Tiefe. Sein Long-Passing-Game ist, wie ich finde, eine seiner großen Stärken. Und alles in allem ist es ein Spieler, der ein Paket mitbringt, das, glaube ich, Milan auch aufgrund des Charakters Profils, wie gesagt, so jung, schon Kapitän bei Lecce geworden, definitiv weiterhelfen dürfte. Und auch ein Spieler, der, wie du schon gesagt hast, bei einigen Vereinen aus einer deutlich höheren Preisklasse in diesem Sommer in der Gerüchteküche aufgetaucht ist. Bei mir geht's los, oder? Ne? Ich bin dann. Ja, dann geht's mit meinem Sechser los und dazu muss man sagen, ich habe so ein bisschen versucht, anhand der Gerüchteküche vom AC Mailand so ein bisschen rauszulesen, was die Idee ist. Man plant relativ klar mit Bennacer auf den zweiten Part der Doppelsechs und man guckt so ein bisschen nach einem Spieler, der Artur Moris Defensivbeitrag auffangen kann, der underrated, relativ viel geackert hat nach hinten, gerade in der zweiten Saisonhälfte. Aber auch jemand ist, der ein bisschen meinst mehr. Meinst du Tonali oder Tomori? Tonali, Entschuldigung, okay. Tonali, ja. Aber jemand, der ein bisschen mehr Offensivfähigkeit mitbringen kann, ein bisschen mehr Auge für die Mitspieler hat. Und Tonali, und das hat mich wirklich sehr überrascht, als ich Statistik mir angeschaut habe, war in der abgelaufenen Saison nicht der Passmotor, den man aus früheren Saisons von ihm kannte. Mein Name ist ein Niederländer. Und ich habe also geschaut nach einem Spieler, der das Paket kompletter Mittelfeldspieler ist. Und es ist ganz interessant, denn inzwischen gibt es Gerüchte um Tijan Reinders und den AC Mailand, die sehr, sehr heiß werben. Mein Kandidat ist 4 Jahre jünger, spielt beim großen Konkurrenten und hat sich gerade durchgesetzt, spielt eigentlich auf der Doppel-8 oder auf der Doppel-6, hat mit 20 Jahren aber bereits die Doppel-6 bekleidet, sowohl für die Elftal als auch für die U21. Und ist das neue große oder das aktuelle große Supertalent im Ajax-Mittelfeld und heißt Kenneth Taylor. Sehr spannender Spieler. Kenneth Taylor ist erstmal überragender Name für einen Niederländer auch. ist einer also für mich wahrscheinlich das größte Talent, ich sag mal U21, das ich gerade in den letzten Monaten so auf der ZDM-Position mir angeschaut habe. Da muss man direkt mal sagen, er braucht neben sich einen brutal defensiv starken Sechser, denn das ist der ganz große Punkt aktuell noch, dem du ihm vorwerfen kannst, ist A, die mangelnde Erfahrung auf der 6, hauptsächlich auf der 8 gespielt für Ajax, aber ganz klar ein Spieler, der jetzt schon alles dafür mitbringt, um in diese Rolle reinzuwachsen. Ich habe in einigen Shopping-Guide-Folgen, war ich schon kurz davor, die Taylor-Karte zu ziehen. Ja. Also, weil er wirklich einfach ein super spannender Spieler ist. Ein unglaublich kompletter Spieler. Eine absolute Passmaschine, also das sind absurde Werte, darf man aber auch nicht vergessen, dass Ajax natürlich auch in der verkorksten Saison in der Eredivisie irgendwie 70% Ballbesitz hat. Deutlich mehr Zug zum Tor als Tonali. Dafür im letzten Drittel vielleicht nicht ganz den Blick für seine Mitspieler, den Tonali hat. Das ist auch bei ihm eine Fähigkeit gewesen, die man ein bisschen unterschätzt hat. Sein Passspiel ist von vorne bis hinten überragend.
von Kurzpässen, mittlere Pässe, lange Bälle, Progressive Passes, sogar die Progressive Passes received, also durchaus ein Spieler, der gerne ein bisschen höher schiebt. Deshalb nochmal die Anmerkung, braucht ganz dringend einen defensiv starken Sechser neben sich. Und für mich ist bei Kenneth Taylor ganz klar, es gibt diesen Sommer keine Gerüchte. Ich vermute, dass ich daran, dass Ajax ihn nicht verkaufen möchte diesen Sommer und das relativ klar formuliert hat. Aber der Mann wird in ein oder zwei Jahren in meinen Augen bei einem Verein landen, der dann vielleicht auch noch ein Regal über Ajax drüber ist. Gemessen daran, dass die Eredivisie eine der Ligen ist, die unter Corona, was Verkaufszahlen am meisten gelitten hat, was die Werte betrifft, habe ich immer 30 plus Add-ons gegeben. Sage ich aber ganz ehrlich, ich musste mich unter 90 halten. Die Add-ons müssten saftig sein. Ja. Es sollte auf über 40 rauslaufen, glaube ich, am Ende. Aber ich musste irgendwie im Budget bleiben. Ist ein spannender Spieler. Ich finde vor allem, nochmal auf Tonali zu sprechen zu kommen, Tonali ist gut. Aber ich fand ihn nicht 70 Millionen gut. Nee. Also ich finde, es ist bitter für Milan, weil er eines der Gesichter des Vereins hätte werden sollen auf lange, lange Sicht. Aus der Perspektive ja. Aber ich finde, sportlich ist man mehr als reichlich entlohnt worden für die Qualität. Ich mag Tonali super gerne. Das ist einfach, der hat ja auch eine gewisse Eleganz in seinem Spiel und sowas. Und das gefällt mir einfach brutal gut. Aber ja, ich glaube auch, dass man mit dem Geld den Spieler ersetzen kann. Und bei Kenneth Taylor muss man natürlich ganz klar sagen, yo, ist jetzt Nationalspieler, hat aber bis jetzt eben nur Ajax, klar, mit Ajax international gespielt. Der Sprung ist groß, aber ich glaube, das ist ein Spieler, der so unverschämt talentiert ist. Ich bin mir nicht sicher, ob der nicht talentierter ist als zum Beispiel Rein Gravenberch nochmal. Zumindest ist er im jungen Alter der komplettere Spieler. Ich gehe mal weiter. Ja. Mit einem Achter in meinem 4-3-3. Und ich habe auch ein bisschen ich musste gerne auf die Kohle achten. Ich habe einen Spieler, der wäre, wenn man ihn direkt holen würde, arschteuer. Ja. Und der spielt auf dem rechten Flügel. Das kann ich schon mal anteasern. Und deswegen musste ich auf einer anderen Position so ein bisschen Budget machen. Knapsen und knausern, weil ich habe zum Beispiel extrem über Mats Wiefer nachgedacht, der auch so super spannendes Profil mitbringt, aber der sicherlich deutlich teurer wäre als der Spieler, den ich vorschlage. Denn auch der Spieler hat einen Vertrag bis 2024, also wieder eine günstige Verhandlungsposition für einen Verein, der gerne zuschlagen möchte. 25 Jahre alt, ist bei Bologna aktiv, ebenfalls Serie A, kennt er schon gut. Nicolas Dominguez. Oh, interessant. Argentinier. Ja. Und galt mal auf der Position als ganz, ganz großes Talent, hat dann bisher nicht ganz so die Karriere hingelegt, wie man es erwartet hätte. Hatte, glaube ich, auch eine Schulterverletzung, die ihm ein bisschen Probleme bereitet hat. Ist aber in der abgelaufenen Saison, oder in den letzten beiden Saisons in der Serie A, eigentlich unter dem Radar wirklich solide und wirklich stark gewesen und war jetzt sogar in der Endphase, als mit Soriano der eigentliche Bologna-Kapitän ausgefallen ist, für die letzten 9-10 Spieler auch Kapitän. Das heißt, ähnlich wie Julian kriegst du zwei Spieler, die vom Profil her schon ankommen mit einem Führungsanspruch, die charakterstarke Spieler sind. Das ist mir wichtig, dass eine Mannschaft zustande kommt, die auch wirklich irgendwo ein Rückgrat hat, eine Säule, eine Wirbelsäule. Gehen wir mal sportlich darauf zu sprechen, was er dir mitbringt. In 21-22 hat er hauptsächlich noch im defensiven Mittelfeld gespielt und dann hat Bologna, glaube ich, in der aktuellen Saison ein bisschen umgestellt, viel 4-1-4-1 gemacht und da ist Dominguez plötzlich in eine ganz andere Rolle gerutscht und hat als Achter gespielt und hat das auch da wirklich gut gemacht. Ich habe mal zwei Szenen mitgebracht aus der abgelaufenen Saison, die zeigen, dass er sowohl aus der Tiefe als auch in der höheren Position wirklich Dinge gut umsetzen kann. Einmal eine Szene gegen Napoli, die jetzt hier eingeblendet wird, wo er sich im letzten Drittel oder zwischen den Linien freiläuft, einen Ball kriegt und sofort einen schönen Steilpass durchsteckt, in dem Fall, glaube ich, auf Arnautovic. Und dann eine Szene, wo er gegen Sampdoria tief eingebunden wird und mit einem Kontakt überbrückt und eben von hinten raus das Spiel progressiv auflöst. Er kann beides und er ist ein unheimlich kompletter Mittelfeldspieler. Mhm. Es gibt wenige Bereiche, wo du sagen kannst, das macht er jetzt herausragend gut. Die gibt es nicht, aber er ist unheimlich solide und souverän in allen Belangen. Das ist einfach ein Mittelfeldspieler und danach gehe ich auch so ein bisschen. Es ist super vorteilhaft, einen Spieler zu haben, der dir sowohl einen kompetenten Achter als auch einen kompetenten Sechser geben kann, je nachdem, wie die Personallage ist, wenn mal ausfällt. Und das macht Dominguez in beiden Bereichen. Er kann beides, wie ich finde, wirklich sehr, sehr ordentlich. Man sieht auch, dass er in der Vorsaison, also 21-22, vor zwei Jahren genauer gesagt, seine Ballkontakte eben noch eher verteilt hatte weiter hinten.
tiefer eingebunden war und in der abgelaufenen 22, 23 weiter vorne. Also es ist einfach eine Entscheidung der Trainerseite war, wo möchte ich diesen Spieler einsetzen, aber er kann eben beides. Ist außerdem ein sehr, sehr intensiver Zweikämpfer, hohes Zweikampfvolumen, gehört mit 1,92 Zweikämpfen gewonnen in Zweikämpfen pro 90 Minuten zu den Top 5% für Mittelfeldspieler. Und die geführten Zweikämpfe sind über das gesamte Feld verteilt. Das heißt, er ist auch ein unheimlich aggressiver Presser. Und er hat eine Eigenschaft, die ich an Mittelfeldspielern liebe. Spieler, die angespielt werden und mit ein bis zwei Kontakten aufdrehen können und sofort weiterleiten. Ja. Also die einfach so eine gewisse Eleganz haben, eine Geschwindigkeit. Spiel schnell machen mit kleiner Wendekreis. Genau. Kleiner Wendekreis, ja. Schnell aufdrehen können, das kann Dominguez allemal. Ich finde ihn unheimlich spannend und ich glaube, weil er eben nur Vertrag bis 2024 hat, könnte man ihn für 15 Millionen Euro Pi mal Daumen bekommen. Ja, ja, sehr interessanter Transfer. Ich kann mich auch erinnern, dass er vor ein paar Jahren argentinische Nationalmannschaft gespielt hat, wenn mich nicht alles täuscht. Der müsste schon mal gespielt haben. Ich glaube, auch da war er dabei und du hast vollkommen recht. Ist so ein Spieler, wo man vor 4, 5 Jahren gesagt hat, der wird richtig krass, dann ist er ein bisschen abgeflaut. Und lustig wäre es auch, weil wenn mich nicht alles täuscht, ich habe gestern aufs Programm geschaut, ist erster Spieltag Milan-Bologna. Ja? Ich glaube, ja. Würde passen. Ja. Ich erwähne jetzt einen Namen, der nicht passiert, weil er nicht in mein Budget passt, der aber wahrscheinlich für um die 10 Millionen Euro zu haben wäre. Denn Vertrag läuft 2024 aus, ist ein Verein, der keine gute Verhandlungsposition hat, weil der Spieler relativ deutlich macht, dass er nicht verhandeln will. Er kommt aus der Bundesliga. Er wäre ein reiner Kaderspieler, aber jemand, der eben neben Taylor sehr gut passen würde. Und es ist kein Witz. Barrero. Ja, yeah. Er wird nicht kommen, wie gesagt. Aber das ist das, ich glaube wirklich, dass du ihn für 10, 12 bekommst. Nochmal, den würde ich nicht als Stammspieler zu Milan holen. Aber ich bin felsenfest überzeugt davon, dass der im Kader in der Breite helfen kann. Hat ja also ein spitzeres Aufgabenprofil als das von Barrero gibt es nicht. Du weißt ganz genau, was du bekommst. Und neben einem kompletten Spieler wie Taylor könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Aber ist nicht dabei. Stattdessen gehen wir auf die 10. Und du hast was Lustiges gesagt, denn andere Positionen, ähnliche Lebensgeschichte oder ähnliche Geschichte. Ein Spieler, von dem man spätestens letztes Jahr den großen Transfer erwartet hätte. Letztes Jahr waren Vereine wie United und Tottenham im Gespräch und es ging um 60 Millionen Euro Ablöse. Dieses Jahr wird er in Frankreich ersetzt bei seinem Verein. Und aktuell gibt es einige Gerüchte, man redet von 20 Millionen Euro Ablöse. Es ist ein Spieler, der in 78 Einsätzen 9 Tore und 16 Vorlagen gemacht hat. Mhm. Davon muss man aber zusagen, 6 Tore und 8 aus seiner ersten Saison, also der abgelaufenen. Ja. Denn in der letzten Saison hat er sich anfangs das Nasenbein gebrochen und kam dann sehr, sehr schwer wieder rein. Das ist ein Kroate und er spielt bei Rennes. Lovro Majer. Und ich sage auch warum. Lovro Majers Aktie ist im letzten Jahr gefallen. Ich meine, der gilt ja sogar als Kandidat bei Leverkusen und Wolfsburg. Ne? Bei Leverkusen vor allem, ja. Und das ist übrigens einer meiner Punkte. Ich würde generell als größerer Verein ziemlich genau drauf gucken, wen Leverkusen so einkauft. Weil Leverkusen hat under the radar einen der besten Transfersysteme in den letzten 5 Jahren aufgezogen. Das ist einfach so. Also wenn Leverkusen interessiert ist, ist es meistens ein ganz gutes Einfach mal Zeichen, Lupe ja. drauf, genau. Und bei Lovro Majer, wie gesagt, die abgelaufene Saison war schwierig für ihn. Ne? Ist nicht gut reingekommen, aber Top 5% progressive Läufe, Top 15% progressive Pässe, Top 4% empfangen progressiver Pässe. Absolute Spitzenwerte, alles über 90%, also alles im Top 10-Bereich. Assists, Expected Assists, der Mann ist offensiv wirklich über jeden Zweifel erhaben. Ist halt ein klassischer Zehner, eine seiner Kernqualitäten ist übrigens genau das, ein Spiel mit einer Aktion schnell machen können. Was verrückt ist, weil das eigentlich genau das ist, was man ihm nachsagt, er wäre selber nicht schnell. Aber ja. Das ist ja nicht dasselbe, ne? Nee, das ist ein anderer Unterschied, ja. Hat in den letzten Jahren so ein bisschen die ZM-Transformation bekommen bei Rennes, ist aber auch als Zehner am besten aufgehoben. Und ist perfekt, und das wird sich dann gleich mit dem nächsten Transfer nochmal ergänzen, als Zehner neben zwei Flügelstürmern, die gerne in die Mitte ziehen, weil er absolut bereit ist, sich selber weit zu positionieren und gerne rochiert, gerne andere Positionen einnimmt. Die Offensive von Rennes war mit ihm besser, und zwar so viel besser. Es gibt einen schönen Stat, und zwar das 90-Minute-Plus-Minus. Und das bedeutet ganz einfach, mit dir auf dem Feld machst du mehr oder weniger Tore als der Gegner. Und Rennes hatte mit Lovro Majer plus 0,97. Ja. Sprich, knapp ein ja. Tor mehr als der Gegner, wenn Majer auf dem Feld war. Sie wollen ihn loswerden, denn sie werden ihn ersetzen. Ludovic Blas hat heute unterschrieben, ist ein Spieler, der genau auf diese Position kommt. Und vor allem ist Lovro Majer eben mit 26 Jahren ja. jetzt in einem Alter, wo Rennes auch sagt, ey, das,
das Fenster, in dem wir lukrativ verkaufen können, das wird langsam die haben die, kleiner. Die 60 Millionen haben sie vergeigt und die lagen wohl auf dem Tisch letzte Saison. Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, aber aktuell ist er eben für 20 zu haben. Und ich bin der Meinung, für 20 könntest du ein Schnäppchen machen. Und ich glaube wirklich, dass Wolfram Meyer das Potenzial hat, in dieser ersten Mannschaft sich zu spielen. Vor allem, weil für ihn ja auf eine andere Art und Weise auch das zutrifft, was auf Dominguez zutrifft, nämlich, dass er zwischen 8 und 10 wahrscheinlich rotieren kann. Genau, und ja, er kann absolut auch hier spielen. Aber, genau, und das ist halt auch ein Vorteil, dass du jemanden hast, der positionsflexibel ist. Ich würde ihn nur einmal als Namen erwähnt haben, weil wir ihn nicht übergehen sollten. Pobega ist ja auch noch da, ja. Tommaso Pobega. Und zumindest im 4-3-3 könnte man sich vorstellen, dass er auch eine größere Rolle spielt, nur mal als namentliche Erwähnung. Finde ich spannend. Und wie gesagt, man sieht, dass Wolfsburg interessiert ist, man sieht, dass Leverkusen interessiert ist. Und das sind für gewöhnlich, auch der VfL muss man sagen. Die machen gute Deals. Kann man also hier und da fällt schon mal ein Juwel vom Laster. Es ist so. Und ist meistens ein gutes Zeichen. Die Aktie ist gerade so tief wie seit 3 Jahren nicht bei Lovro Meyer, seit er aus Zagreb nach Rennes gewechselt ist. Ich bin ja eigentlich Team bei High Sell Low. Ja. Das ist meine Strategie. ich mach's andersrum in dem Fall. Lovro Meyer ist mein Zehner. Ich würde gerne mit dem Stürmer weitermachen, weil der rechte Flügel für mich die spannendste Position ist von der Neubesetzung. Ja, der Stürmer ist einer, wo man garantiert, wenn man den Namen zum ersten Mal hört, sagt, Champions League. Uff. Aber auch er kommt aus der Bundesliga, ist ein Bundesligaspieler und hat eigentlich gerade erst, ist er fest gewechselt zum Verein, wo er spielt, für 9 Millionen Euro. Aber was man so hört durch den Buschfunk ist, es gibt da wohl eine Ausstiegsklausel und nur weil er jetzt gekauft wurde, ist es gar nicht sicher, dass er bleibt. Ja. Und es ist Serhou Guirassy. Du hast vollkommen recht. Das wurde, in Stuttgart wird das genau so rumgemunkelt, dass der Kauf überhaupt nicht bedeutet, dass er bleibt. Und die Frage ist halt, was für eine Ausstiegsklausel hat er? Es muss ja eine sein, die dem VfB in irgendeiner Form einen Gewinn verspricht. Ich hätte mal gesagt, das Minimum, wo die ansetzen könnte, ist 15 Millionen Euro. Da ist so grob gesagt 6 plus gemacht oder 5. Und in der Höhe, wenn es hochgeht, 20 Millionen. Ich glaube, höher wird die nicht sein. Und habe dann mal in die Mitte gegriffen und gesagt, 17,5 Millionen ist das Budget, das ich veranschlagen würde für Serhou Guirassy. Und damit ich ein bisschen verkauft kriege, weil auf den ersten Blick denkt man, ey, ein Stürmer von einem Abstiegskandidaten aus der Bundesliga für einen Champions-League-Club. Aber Guirassy hat für Stuttgart 11 Tore gemacht und es gab einen eklatanten Unterschied beim VfB zwischen mit Guirassy, ohne Guirassy. Ich würde sogar argumentieren, ohne Guirassy steigen sie ab. Ohne Guirassy steigen sie ab. Und mit Guirassy verliert Bruno Labbadia vielleicht noch nicht seinen Job. Ja, kann sein. Ich wusste nicht, dass wir die Kurve nehmen, aber ja. Er verliert ihn früher oder später und das auch zu Recht. Und Hoeneß ist die bessere Wahl, damit Leute nicht wieder Propaganda vorwerfen. Ja. Aber eine der großen Probleme, die Labbadia auch hatte, war, dass Guirassy in seiner Zeit relativ lange verletzt gewesen ist. Guirassy hat in der Bundesliga in der abgelaufenen Saison alle 150 Minuten getroffen. Hochskaliert auf eine volle Saison wären das 20 Tore. Und er gehört zu den Top 12% für Non-Penalty-XG, also erwartete Tore minus Elfmeter für Stürmer in den Top 5 liegen. Ist einfach sehr, sehr weit vorne mit dabei. Und eine Sache, die neben den Toren für mich noch viel, viel wichtiger ist bei Guirassy, ist seine Qualität im Link-Up-Play. Er ist unheimlich wichtig gewesen für den VfB Stuttgart als Anspielstation, wo der VfB das Mittelfeld teilweise direkt mit überspielt hat. Bälle auf Guirassy, Guirassy lässt klatschen und dann gab es öfters auf dem Mittelfeld Bälle in die Tiefe, zum Beispiel auf Silas, der dann hinter die Kette durchgestartet ist. Und für mich soll Rafael Leão weiterhin die Haupttorquelle des AC Milan bleiben. Und dafür brauchst du so jemanden. Und dann jemanden zu haben wie Guirassy, der sich fallen lässt, vielleicht auch schon einen Innenverteidiger mitzieht. Mhm. Und sehr sicher im Passspiel ist, der hat bei kurzen Pässen eine angekommene Quote von 84,3%. Auch das ist Top 12% für Stürmer, also ist sehr, sehr passsicher. Und einfach sich anbieten, Bälle festmachen, einmal klatschen lassen und dann Räume schaffen, die zum Beispiel Rafael Leão einstarten kann, wäre schon eine Rolle, die ihm sehr, sehr gut zu Gesicht stehen könnte. Ich habe auch zwei Beispiele rausgesucht, einmal aus dem Spiel gegen die Hertha und einmal aus dem Spiel gegen Mainz, wo Guirassy ganz entscheidend dafür verantwortlich ist, dass der VfB sich spielerisch befreit kriegt, einmal gegen Mainz und gegen Hertha eine Seitenverlagerung hat, wo plötzlich auf der linken Seite, wer ist der Linksverteidiger? Sosa. Borna Sosa. Borna Sosa frei ist und in eine gute Flankenposition kommt. Und diese Rolle, glaube ich, kann Guirassy auch beim AC Milan bekleiden. Und ich finde ihn ein ganz, ganz spannender Spieler, hat sehr, sehr gut gemacht beim VfB Stuttgart, nimmt sich eigentlich auch wirklich nur High-Quality-Schüsse. Also pro Schuss hat er einen erwarteten XG im Schnitt von 0,19, das ist Top 6%. Dafür schießt er nicht so viel, aber die Abschlüsse, die er nimmt, sind von einer enorm hohen Chancenqualität. Und ich glaube, wenn man sich davon frei macht, dass es ein Stürmer ist, der, ja, schon 27 Jahre alt ist, bis jetzt gerade nur beim VfB gespielt hat, könnte das jemand sein, der vom Profil her Milan sehr viel geben könnte.
Ja, und du hast ja auch Spieler, ein Vorrang natürlich Theo Hernandez mit brachialer Flankenqualität. Und da ist Guirassy ja wie gemalt für. Finde ich einen sehr spannenden Transfer. Also ich bin froh, dass du einen Stürmer dabei hast. Mich ärgert es nämlich, dass ich keinen untergebracht habe bei mir. Also das kann ich auch ganz klar sagen. Ich glaube, du hast den Namen eben schon im Vorfeld des Videos erwähnt. Wir haben beide Auge auf Skamaka gemacht. Ja. Das Ding ist halt, ich habe den rechten Spieler, der rechts außen, ist schon einer, den man vielleicht nur über Laie kriegt. Ja. Und ich wollte nicht zwei Leihspieler reinmogeln, weil Skamaka ist auf den einen Schlag, glaube ich, ein bisschen zu teuer sonst für Milan. Und ich muss mich für meinen rechten Flügel jetzt finanziell auch so lang machen, dass das dann nichts mehr zu holen ist, glaube ich. Ja. Ich leg mal los, oder? Ja, mach. Also ich muss ein bisschen einleiten. Wir haben jetzt einen Spieler geholt, wir haben mit Kenneth Taylor einen Spieler geholt, der ein Projekt ist, der sich entwickeln muss. Mit Lovro Meier, jemand, von dem ich übrigens glaube, dass er wie gemalt ist für die Serie A, wenn ich mir eine Liga überlegen müsste. Aber auch jemand, der da noch nie gespielt hat. Und das bedeutet, der nächste muss ein Kracher sein, denn wir haben in der Champions League auch gesehen, gerade im Halbfinale, Milan fehlt es an Breite und Spitze in dieser Offensive. Ich habe jemanden, der, wenn das hier ausgespielt wird, in circa einer Woche 28 Jahre alt wird, ja, der für einen absoluten Top-Club in Europa in 218 Spielen 132 Scorer gemacht hat, der auf Club-Ebene alles gewonnen hat und alles erlebt hat und den sein Club eigentlich ganz gerne loswerden wollte. Die Gerüchte sind gerade abgekühlt. Das liegt vor allem auch daran, dass er das auf keinen Fall möchte. Aber vielleicht bewegt sich ja noch was. Und der Name ist Serge Gnabry. Dicker, dicker Fisch. 40 Millionen Euro. Was glaubst du, was Bayern sagt, wenn Milan anruft, sagt 40 Millionen für Gnabry heute? Dann sagen die Minimum 50. Ich hätte gesagt, mit 40 würden sie sagen, das läuft durch. Also 40, Bayern verkauft nicht viel. Weißt du? Dein Argument könnte sein, was für die 40 spricht, ist, dass Gnabry auf so einem fetten Vertrag sitzt, ja, dass alleine Geld schon das vom Budget runterzukriegen halt ein riesen Schritt in die richtige Richtung wäre. Im Umkehrschluss die Frage, der kann Vertrag Milan ihm Gehalt bieten, das Also Milan hat ja durchaus Ausnahmen gemacht, auch in den letzten Jahren, für ihre Starspieler mit sehr, sehr hohen Gehältern. Gnabry, das wäre eine große Frage. Ich habe mal ein bisschen was nochmal rausgesucht, weil Serge Gnabry ist so ein Spieler, wo wir, glaube ich, alle, wir sehen ihn einfach viel. Er ist manchmal frustrierend zuzugucken. Aber folgende Aussagen sind über Serge Gnabry absolut wahr. Er hat noch nie eine Bundesliga-Saison unter 10 Toren abgeschlossen. Noch nie. Inklusive Bremen, inklusive Hoffenheim, noch nie. Er hat noch nie eine Champions-League-Saison gespielt, in der er nicht mindestens 6 Tore gemacht hat. Das war nur eine, in allen anderen zweistellige Scorerpunkte. Einer der besten deutschen Scorer, wettbewerbsübergreifend der letzten 10 Jahre. Die ganz große Frage ist eben, deswegen habe ich gesagt, wir müssen uns finanziell hier richtig lang machen. Hat er da Bock drauf? Denn vom Profil her, er kann vorne verschiedene Positionen bekleiden. Er ist jemand, der gerne in die Mitte cuttet. Es ist jemand, der absolut Zug zum Tor hat. Und jemand, der hinter einem mitspielenden Stürmer, und bei mir ist es eben noch Olivier Giroud, sehr, sehr gut funktionieren kann. Ich glaube, Serge Gnabry könnte bei Milan, übrigens Modehauptstadt, muss man auch sagen, einen... Also ich könnte es mir, vielleicht habe ich mir auch schön gesoffen, aber ich kann es mir als absolut brutalen Fit vorstellen. Ich finde es sehr, sehr spannend und ich würde es ihm auch, also ich würde es ihm auch fast wünschen, weil ich finde, Serge Gnabry ist an einem Punkt angekommen, wo er auch wirklich wenig Wertschätzung gerade erfährt in München. Das ist ein schwieriges Thema. Ich kann auch verstehen, warum er frustrierend ist, weil bei allen Scoring-Werten, die er sammelt, ist er in meinen Augen so ein bisschen so ein Patches-Spieler. Serge Gnabry hat immer so 3-4 Spiele, wo er plötzlich 8 Scorer hat. Ende der Saison. Oder Ende der Saison plötzlich aufdreht. Aber es fehlt so ein bisschen die Verteilung der Scorer gleichmäßig über eine gesamte Saison. Aber die Wahrheit ist, wenn du am Ende trotzdem bei einem Scoring-Volumen von irgendwie 15 Scorer plus ankommst, irgendwo fließen die halt rein. Und einen Wert haben die auch. Ich will mal nur ganz kurz. 16-17 für Werder Bremen, 11-2 in der Bundesliga, 17-18 für Hoffenheim, 10-7. Danach 10-7, 11-12, 10-5, 14-5, 14-6. Das heißt, 20 ist so der Schnitt, den er in den letzten Jahren macht. Und in der Champions League, 7 Tore in seiner Champions League-Debütsaison, 10-9 1920, 6 Tore, 10-9. 8-3, 8-2. Das sind brutale Statistiken. Ohne Scheiß, jeder Bayern-Spieler in dieser Mannschaft war 1920 die beste Version seiner 100%. Selbst. Keiner von denen wird jemals wieder so gut sein wie in diesem Jahr. Haben die waren alle so, solche Demons, Alter. Ja. Unglaublich. Und Gnabry hat ja wirklich, da hat er richtig, richtig gekocht. Da hat er gekocht. Ich würde es mir absolut wünschen. Es ist der Transfer, wo man sich am meisten strecken muss. Ich halte wirklich 40 Millionen für realistisch. Also ich habe eher bei Taylor bei der Ablöse geschmut als bei Gnabry. Ich glaube, wenn die Anrufe von 40 auf dem Tisch liegen, sagt Bayern, hau ab. Ich glaube aber auch, dass Gnabry vielleicht sogar auf Milan guckt und sagt, das ist eigentlich unter meinem Niveau. Vielleicht, aber andererseits ist es trotzdem ein prestigeträchtiger Verein. Geil. Es ist Champions League-Halbfinalist. Er würde Kick-Ass aussehen in den Trikots. Es gibt schon Gründe. Mein Mann ist, ich glaube, nicht weniger ambitioniert als das, was du gemacht hast. Nice.
Rafael Leão ist ein Worldbeater, ist ein fantastischer Spieler, ist Milans wichtigster und bester Mann im Kader und das soll er auch bleiben. Aber Rafael Leão ist mit seiner außergewöhnlichen Kombination aus Physis und Technik, mit der er Leute hops nimmt und sich ein 1 gegen 1 durchsetzt, trotz allem würde ich sagen, ich würde ihn so ein bisschen als Agent of Chaos beschreiben. Ja, das ist er. Leão ist für mich Chaos. Ja, ist ja geil. Es ist geil, ja. Aber ich finde es gut, das zu komplementieren mit einem, der kein Chaos ist, der für nur so kannst du spielen eigentlich. Sogar. Der für Kontrolle steht und der außergewöhnlich gut darin ist, Bälle im letzten Drittel festzumachen, im Zweifelsfall zu recyceln. Die Engländer haben ein schönes Wort für Ball Retention. Also wie sehr macht ein Mann einen Ball innerhalb der Mannschaft fest, dadurch, dass halt die Pässe präzise sind, dass er den im 1 gegen 1 nicht verliert. Und da gibt es jemanden, der diese Rolle perfekt ausfüllen könnte. Ihr müssten auch jetzt gleich, noch nicht, so zwei Kuchendiagramme eingeblendet werden, wo man sieht, dass Leão und der Spieler, den ich rausgesucht habe, sich wirklich sehr, sehr gut komplementieren würden. Er spielt in der Premier League, er ist Engländer. Und er könnte jemand sein, der bei Milan einen Redemption-Arc startet. Und dazu hätte er auch schon mal zwei, ja, Nationalmannschaftskollegen im erweiterten Sinne mit dabei, mit Tomori und Ruben Loftus-Cheek, ist es Jadon Sancho. Ah, oh, ich habe auch drüber nachgedacht. Geil. Oh, sehr, sehr gut. Darf ich ein, zwei Sachen dazu erzählen? Ja, natürlich. Ich habe nämlich, manche Zuschauer werden ihn kennen. Ich habe letzte Woche einen großen United-YouTuber getroffen, Statman Dave, den kennen wir ja noch von der WM 2018. Ja. Und der hat mir ein bisschen was über Jadon Sancho erzählt. Und der Junge braucht einen Tapetenwechsel. Der muss weg. Ja. Weißt du, wo der war, als es hieß, wegen psychischer Probleme ist er außen vor gewesen? Er wurde von seinem Trainer Erik ten Hag in die Niederlande geschickt zu Leuten, die ihm, Zitat, die Wahrheit sagen. Der hat quasi mal ein bisschen auf den Boden geholt worden. Ja. Jadon Sancho ist unglaublich talentiert. Ist vom Talent her einer der besten Spieler, die United vom Potenzial im Kader hat, aber muss da weg. Genau. Er muss da weg, weil er, glaube ich, auch weil das Brennglas in England einfach auch so gnadenlos ist und die lassen dich einfach nicht in Ruhe. Vor allem die Fans anderer Vereine, du bist sofort ein Flop, es wird draufgehauen, hat in der Premier League eine abgelaufene Saison 6 Tore gehabt und 3 Vorlagen, glaube ich, 9 Scorepunkte. Das ist für einen Spieler, der mal 80 Millionen gekostet hat, deutlich zu wenig, aber die darunterliegenden Statistiken sind gut. Und jetzt kann man gerne mal die zwei Kuchen einblenden von Leão und von Sancho. Was ich so wichtig finde, Leão gehörte in der Serie A, was versuchte Pässe und angekommene Pässe angeht, jeweils zu den schlechtesten 25-26%, weil das einfach nicht sein Spiel ist. Das ist auch irrelevant für ihn. Ball bekommt Tempo. Aber Jadon Sancho versuchte Pässe in den Top 33%, das ist noch nicht so spektakulär, aber angekommene Pässe für Flügel- und Offensivspieler in der Premier League 2023, Top 5%. Der hat eine Passquote für einen Stürmer, die ist absolut herausragend. Das macht es ja mit den versuchten Pässen sogar noch krasser eigentlich im Verhältnis. Ja. Also es ist wirklich eine tolle, tolle Passquote, die er hat. Er macht die Bälle einfach fest und schafft es dabei trotzdem, Chancen zu kreieren. Shot-creating Actions. Jadon Sancho, Top 7% gewesen. Es gibt viele Statistiken, die unterhalb der unmittelbaren Scorer-Oberfläche liegen, die dafür sprechen, dass er besser war, als man eigentlich glaubt. Und er ist von seinem Profil her, wie er es gespielt hat, wie er es spielt, sehr, sehr ähnlich gewesen zu der Art und Weise, wie bei Man City sowohl Riyad Mahrez als auch Jack Grealish eingesetzt werden. Nämlich auch mit so einer Handbremse im Risiko und einfach Spieler, die qua ihrer Qualität, ihrer Brillanz im letzten Drittel die Bälle sehr, sehr selten im Verhältnis verlieren. Und wenn du auf der linken Seite diesen Agent of Chaos hast mit Leão, der 1 gegen 1 nach 1 gegen 1 sucht, der Dynamik hatte und einfach geniale Momente kreiert. Und auf der anderen Seite Sancho, der das auch kann, der aber nicht diese Explosivität besitzt, der einfach mehr über seine Technik kommt und der dir die Möglichkeit gibt, auch mal Ruhe reinzubringen, Bälle festzumachen, dann hast du, glaube ich, zwei Spieler, hast eine Flügelzange, die das Potenzial hat, absolut Weltklasse zu sein. Also von den Namen her so geil. Und die sich gegenseitig sehr, sehr gut komplementiert. Und ich glaube, diese gesamte Mannschaft, die ich gebaut habe, ist so ein bisschen darauf angelegt, dass Milan mehr Kontrolle über Spiele kriegen soll und es weniger Chaos ist und in der Lage ist, Gegner auch mehr über den Ballbesitz zu dominieren. Ruben Loftus-Cheek übrigens jemand, der auch gerne mal auf Rechtsflügel ausweicht, Sancho in den Halbraum rein, würde sich auch gut ergänzen. Kostenpunkt. Ich habe jetzt gesagt, du machst eine Leihe mit Kaufpflicht. Man hat jetzt gelesen, United wäre gesprächsbereit ab 45 Millionen Pfund, das wären übersetzt 52 Millionen Euro. Mein Angebot wäre 10 Millionen Leihgebühr jetzt plus Kaufpflicht nächsten Sommer über 40 Millionen Euro, dann zahlst du 50 im Paket. Das könnte ein Transfer sein, der gegebenenfalls erst spät im Transferfenster realisierbar ist.
wenn United irgendwann kapiert, jetzt gerade sofort kauft uns den keiner ab für 50 ja. Millionen. Denn ich glaube, diesen Gamble gibt es aktuell keinen Verein, der bereit wäre, den für Jadon Sancho einzugehen, zu sagen, hier sind 50 Mille, sofort upfront. Und die Serie A würde ihm gut liegen. Er wäre abseits des großen Rampenlichts auf der Insel. Und Milan hat mit Engländern gute Erfahrungen gemacht in den letzten Jahren. Also ich glaube, es wäre ein Fit, der wirklich ihm dabei helfen könnte, seine Karriere noch mal richtig neu anzuschieben. Ist natürlich vertragsmäßig genau da, wo Serge Gnabry auch ist. Sogar ein bisschen höher, soll 19 Millionen Pfund derzeit verdienen. Die Kohle ist ein Problem. Ja, die Kohle ist ein Problem. Aber die haben ja so ein bisschen den Trick, glaube ich, in der Serie A, dass die Spieler so in dem ersten Jahr oder sowas steuerliche extreme Erleichterung kriegen. Und sogar die Endsteuer, die sie dann quasi bezahlen auf ihr Einkommen, ist nicht so hoch, wie es irgendwo anders ist in Europa. Man kann darüber vielleicht was drehen. Es ist eine Riesenaufgabe. Es gibt ja Namen, die aktuell gehandelt werden. Chukwueze und Pulisic, wo ich ganz ehrlich sagen müsste, Chukwueze ist okay. Okay, der passt vom Profil zumindest, aber Pulisic würde ich die Finger von lassen. Also, mich würde sehr wundern, wenn bei Pulisic noch ansatzweise ein internationaler Klassenspieler rauskommt, weil für mich ist er das aktuell nicht. Ist er nicht. Und das ist dann eben mein ambitionierter Top-Transfer. Und das wäre die Mannschaft, das wäre deine Mannschaft. Ich finde, das sind alles sehr, sehr spannende Spieler. Ja. Und dafür, dass Milan gerade ein ziemlicher Baustellenhaufen ist, wäre, wenn das Endprodukt ungefähr so aussehen würde, vielleicht für eine Mischung von beiden, glaube ich, dann wäre man besser aufgestellt, als es aktuell den Anschein macht. Das würde ich auch sagen. Das war's von uns, oder? Das war's. Wir sind durch mit dem Shopping-Guide für Milan. Haut eure Meinung gerne in die Kommentare. Auch gerne mal, welche Vereine ihr euch gegebenenfalls noch wünschen würdet. Kanal wie immer abonnieren, Video liken, wenn es gefallen hat. Macht's gut. Tschö.